Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal mit einem vollgeladenen Akku im normalen, ja, also nicht entdrosselten Zustand auf die Piste. Wir werden sehen und schauen, wie weit wir kommen. Und ihr könnt euch da so ein bisschen dran orientieren, wenn ihr später auch mal längere Strecken fahren wollt. Also dann viel Spaß dabei. Die Hälfte des Akkus ist alle. Ich bin jetzt bei knapp 49%. Ich konnte leider nicht bei 50% anhalten, weil ich im Tiergartentunnel unterwegs war. Von 2014 bin ich losgefahren bis 2034. Macht es mir leicht. Sind jetzt also genau 20 Kilometer, die ich gefahren bin. Und er zeigt statt 60 Kilometer Reichweite jetzt noch 29 Kilometer Reichweite an. Nach, wie gesagt, 20 gefahrenen Kilometern. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. So, 55 Kilometer hat mich die Super Soco durch die Stadt getragen, im gedrosselten Zustand bei knapp 2 bis 3 Grad Außentemperatur, 100 Kilogramm Fahrergewicht. Das finde ich doch schon beachtlich, ja, so eine kleine Maschine, so ein kleines Maschinchen, so eine Strecke durch die Stadt, also habe ich echt Respekt vor. Wenn man sich das mal vorstellt, wie klein der Akku ist mit seinen knapp 1,8 Kilowattstunden, dann finde ich das schon eine ziemliche Leistung. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, das Fahren. Selbst gedrosselt geht die Soco gut ab. Ihr habt es gesehen, ich habe ein, zwei Verbrennerroller mit überholt bzw. am Start gehabt. Und am Anfang zieht die Soco auf jeden Fall weg. Nachher sind ja die Roller alle so ein bisschen unterschiedlich von der Endgeschwindigkeit. Da war zum Beispiel der Uno, der ist mir tatsächlich dann irgendwie weggefahren. Ich vermute mal, dass der so um die 50, 52 fährt, wo ich GPS-mäßig ja, irgendwie irgendwas zwischen 46 und 48 Kilometer pro Stunde gefahren bin. Hier nochmal der kleine Akku. Ich habe es gleich mal angestöpselt, dass er wieder aufladen kann.
Was ich wirklich ziemlich cool finde, dass man den wirklich bis zum Schluss runterfahren kann. Das kann man bei anderen Herstellern nicht so sagen. Zum Beispiel bei dem NIO NGT von meinem Papa ist es ja so, dass der ab 14% ja, komplett auf 20 Kilometer pro Stunde begrenzt. Und teilweise sind bloß 16, 17 km/h drin. Das macht er nicht. Also hier konnte ich wirklich bis zum Schluss volle Pulle fahren. Man merkt dann immer, wenn man dann die 0% eine Weile gefahren ist, etwa 2-3 Kilometer, dass er dann zäher wird. Also sprich, wir brauchen länger, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Und wir erreichen dann halt eben auch bloß noch 35, 40 Kilometer pro Stunde. Wobei man dann eh laden sollte. Also ich würde euch empfehlen, vielleicht nicht unbedingt unter 5-10% Restladung zu fahren. Das mache ich jetzt wirklich nur im Auftrag der Wissenschaft. Ja, der lädt jetzt hier ein paar Stunden, bis er wieder voll ist. Dann kann es wieder weitergehen. Wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr gerne mal schauen. Ich habe mal ein Video gedreht über die Ladezeit und die Ladeleistung. Kann ich auch gerne mal verlinken. Wem interessiert, wie weit man mit dem Roller kommt, wenn er offen ist, also wenn er ungedrosselt ist, der kann auch mal gerne schauen bei mir. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, sind ein paar Kilometer weniger, aber das ist da sicherlich nichts Überraschendes. Ja, ansonsten, was mir aufgefallen ist, diese 45, 46 sind einfach zu wenig. Ja, also wenn ich im Stadtverkehr mitschwimmen möchte, das funktioniert nicht wirklich. Also da gab es teilweise Situationen, wo ich schon gesehen habe, dass von hinten ein Auto angerauscht kam und ja, dann ausgewichen ist, rüberfahren wollte, weil es mich unbedingt überholen wollte. Man ist schon ein ziemliches Verkehrshindernis. Ne? In der Innenstadt geht es, weil eh jede Ampel, jede zweite Ampel irgendwie rot ist. Aber ich bin dann zum Schluss mal die Landsberge gefahren. Das ist bei uns so eine größere Straße, wo die Autos 60 fahren können. Da, boah, Wahnsinn. Also da musste ich echt bibbern, hatte ich das Gefühl gehabt, der Roller kommt gar nicht aus dem Tee. Ansonsten, was schwierig ist, ich kann halt, wenn ich jetzt Ampeln sehe und denke, ja, mit dem Motorrad hätte ich jetzt noch kurz an einer Beschleunigungsstromquelle gedreht, wäre noch schnell rübergehuscht. Man kommt halt durch diese 45 km/h nicht in diesen grünen, in diesen grünen Wellebereich, sondern ich stehe halt im Grunde an jeder roten Ampel. Ja, das ist ziemlich anstrengend. Das, am Anfang habe ich gedacht, na gut, bei meinem Glück habe ich halt mal eine rote Ampel, aber das war nachher tatsächlich wirklich so, dass ich dann wirklich fast an jeder Ampel gestanden habe, weil man einfach so ein Ticken langsamer ist. Wenn wiederum Stau war, war das wieder ganz überhaupt gar kein Problem, weil ich halt an den Autos wunderbar mich vorbeischlängeln konnte. Das funktioniert also ziemlich gut. Also selbst auch vor die Autos stellen an der Ampel funktioniert mit der Super Soko auch im gedrosselten Zustand ziemlich gut, dass man trotzdem relativ schnell wegkommt, ohne dass jetzt die Autos einen von hinten dann wegschieben. Geht aber auch nur, wenn nicht gerade 60 erlaubt ist und wenn nicht gerade schon wieder eine neue Ampel hinten kommt. Ja, in diesem Sinne fällt mir jetzt eigentlich erstmal nichts großartig weiter dazu ein. Ich danke wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.